So, nun wollen wir auch die fünfte Episode, nicht das, sondern die fünfte Episode spielen von Back to the Future, The Game. Ja, wir sind immer noch unerfahren. Wir sammeln keine Erfahrung. So, damit die Teile auch vergleichbar bleiben, nicht? Oder die Episoden, besser gesagt. Outer Time. Hallo? Marty, bist du wach? Gut. Doc, Emmett, wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Pa nicht zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich hab dich geschüttelt, bevor ich gegangen bin, aber du warst quasi im Koma. Wie lange hattest du schon nicht mehr geschlafen? Bevor ich bewusstlos geworden bin? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dich im Labor gelassen, damit du eine wichtige Mission erfüllst. Auf dem Tisch neben meinem Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Ich glaube, ich sehe es. Leuchtet es? Ja, ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir... Verdammt! Was? Edna ist da! Aber... Okay, Emmett. Statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Hey Doc, Vorsicht! Sie hätten mich beinahe überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Ja. Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend... Alles okay. Danke der Nachfrage. Also, was ist mit den Zeitleitungen? Immer noch defekt. Ich habe ein paar Ideen, aber heute habe ich andere Probleme. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Doc? Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, Sie lieben sie. Korrektur. Mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Einen neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung. Architekt, Mechaniker, Präparator. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Sie können Emmett nicht wieder mit Edna zusammenbringen. Dank Ihnen hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Dank meiner Wissenschaft hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Aber wenn ich kein Wissenschaftler werde, wird sie diese krankhaften Ambitionen gar nicht erst an den Tag. Ich bitte Sie, Doc, Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht. Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein! Was zum Geier? Wo ist der hin? Wo ist Doc? Na,
gehen wir erstmal. Da komme ich also nicht mehr hin zurück. Oh, bitte! Komm her, du kleines statisches Dings. Da ist er. Dich. Aua. Wie ein Fell gebaut oder was? Das ist ja lustig. Nee, wohl nicht. Wie gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Musik hört man nur deswegen nicht, weil ich die Musik abgeschaltet wegen der Urheberrechte. Algenkuchen! Magisches Essen aus dem Sumpf! Leckere Algenkuchen! Nicht schlecht, was? Gar nicht schlecht, aber ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg. Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Hä? Oh, ja, das stimmt. Ja, wollen wir den mal suchen. Wo kann der sein? Oh, ich ahne es. Du ahnst es. Und da ist er schon, wie aufs Stichwort. Zweifellos will er es Ihnen ausreden, Detective. Aber Sie müssen jetzt standhaft bleiben. Hallo, Crockett. Was ist hier los? Naja, Miss Strickland scheint zu glauben... Tritt beiseite und lass den Officer seine Pflicht erfüllen. Los! Moment mal, das da oben ist doch Emmets Levitator. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der elektrokinetische Levitator war Emmets Idee. Ich habe nur geholfen. Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmets Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht so, wie der arme Emmett sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Sonny Crockett wirklich ist und woher er kommt. Möchtest du mir vielleicht was sagen, Sonny? Warum nennen Sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakob Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist. Ein Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jakob, aber ich habe wirklich keine Wahl. Sehr gut. Und nun? Verhaften Sie diesen Umstürzler. Komm mal her. Hör mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber die Leute in der Stadt glauben ihr seit dieser Sache mit Kitten. Aber Emmett muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Und meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und, naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben, unsaubere Beamte aus der...
Kann ich denn gar nichts tun? Nicht solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und? Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmett lieber... Wo ist Emmett eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmett? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmett gemacht? Vielleicht sollten sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay, ich muss also Emmett finden. Und irgendwas wegen Edna unternehmen. Tja, ist ja... Ach, komm, sprechen wir mal zuerst mal mit Trixie, der kleinen Schnecke. Ich grüße... Hi, Trixie. Für dich immer noch Techne, Junge. Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Tja, welche Ausstellungen sind zu empfehlen? Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Dutot persönlich. Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Hast du Emmett irgendwo gesehen? Emmett Brown? Ich mache mir Sorgen, weil er... Lass mich nachdenken. Ja, er ist vor einiger Zeit da lang gegangen. Er hat sich angeregt mit einem anderen Mann unterhalten. Einem älteren Herrn, der ihm sehr ähnlich sah? Ja, sein Onkel oder so? Oder so. Weißt du, bei Emmets Demonstration gibt's ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern. Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. Für wann ist Emmets Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. 8:58. Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Edna Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ach, ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur ins... Das ist ziemlich abgehackt, da sind also auch wieder viele Bugs drin. Ja, dann inspiriere mich mal. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Arti hat mir erzählt, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Hat er? Aber das sollte doch geheim bleiben. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Und er musste diese gute Story einfach erzählen. Ja? Ich würde sie aber gerne nochmal hören. Aus deiner Sicht. Ach, er hat dir gar nichts erzählt. Komm schon, Trixie, ich muss einfach wissen, wie du deinen Job zurückbekommen hast. Von mir erfährst du nichts. Ich sage nichts Unüberlegtes. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Ja, hier kann man jetzt eh nichts weiter tun, denke ich mal. Danke. Ich helfe doch gern. Ja, das ist natürlich interessant. Wie soll man das machen, nicht? Nun, wenn man vom Teufel spricht. Also. Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennant's Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Aha.